Als Balletttänzerinnen sind wir sicher nicht magersüchtig. Also das mache ich wirklich sehr verrückt, das berührt mich manchmal schon. Das kann gar nicht gehen, weil wir müssen unserem Körper die Energie geben, die wir brauchen, für dass wir die, sage jetzt mal, höchste Leistung erbringen können. Ballett ist altmodisch und langweilig. Dem kann ich teilweise so ein bisschen zustimmen, weil es kommt aus der Geschichte. Und es gibt halt so die Klassiker wie Schwanensee, wo alle denken, das ist ja uralt, da hat man Tüte und Spitzenschuhe. Aber es gibt heutzutage so viele Ballettvorstellungen, wo man zu moderner Musik tanzt, ohne Spitzenschuhe, kein Tüte anhat. Und es ist gleich noch Ballett. Du bist Balletttänzerin. Ah, was machst du sonst noch? Das ist eine häufige Reaktion, die ich bekomme. Ich arbeite 100% pro Woche und unsere Arbeitstage sind jeweils sehr lang. Ja, blutige Füße gehören zu unserem Beruf, vor allem wenn wir mit Spitzenschuhen arbeiten. Aber es ist sicher so, dass man im Alter und mit den Jahren, die man tanzt, bildet man eine gewisse Hornhaut und eine gewisse Abhärtung. Und dann hat man dann nicht immer blutige Füße. In unserem Beruf gibt es sicher einiges an Konkurrenzkampf, weil es viele Balletttänzerinnen gibt, die das Gleiche wollen. Mein Kostüm war mal vor der Vorstellung plötzlich fort. Aber ich hatte noch keine Scherbe im Schuh oder so. Schlussendlich muss man einfach auch einander etwas gönnen und schlussendlich zählt die Leistung. Als Balletttänzerin verdient man nichts. Da muss ich leider ein bisschen recht geben. Und ich finde das etwas, was mega schade ist. Unser Beruf ist halt ein Künstlerberuf, wo es meistens auch ein bisschen schwieriger ist, dass man da finanziell gut zurechtkommt. Wenn man jetzt super reich wird, dann ist man irgendein Ballett-Weltstar, aber sonst sind das eher bescheidene Löhne. Ja, ich finde es eigentlich schade, wenn die Leute sagen, Ballett ist kein Sport, das ist überhaupt nicht anstrengend. Dann Leute würde ich aber auch am liebsten sagen, könnt mal in unser Studio schauen, wie wir schwitzen, wie wir körperlich tätig sind. Aber ich muss natürlich auch recht geben, also das Ballett gehört sicher auch zur Kunst. Darum ist natürlich Ballett so ein bisschen zwischendrin. Also es ist teilweise eine Kunst und es ist ein Sport sicher auch. Also was ich mir so am meisten ein bisschen wünsche für einen Ballettberuf, ist sicher, dass das Klischee-Denken eigentlich so ein bisschen fortgeht und dass viele Leute echt mal Ballettvorstellungen anschauen. Und ich wünsche mir auch, dass viele junge Leute das machen, dass nicht nur ältere Leute sich Ballettvorstellungen anschauen.